Ich habe mir zum Filmen für meine Videos ein neues Samsung Galaxy S24 Plus gegönnt, noch mit der gratis Speicheroption von Samsung. Das heißt, das Gerät hat 512 GB. Das Gerät wurde noch nie ausgepackt und darum möchte ich auch gleich als erstes die Chance nutzen, mit euch gemeinsam diese Schutzfolie aufzubringen. Dieses von der Firma Spigen hat einen wirklich praktischen Montagerahmen drauf und dann anschließend zu bewerten, wie passt das Ganze in die Handyhülle rein. Das ist die Liquid Air Handyhülle auch von Spigen. In einem separaten Video gibt es dann noch einen Vergleich zwischen der Spigen Liquid Air und der RhinoShield Carbon Textur Hülle. Das wie gesagt in einem separaten Video. Im heutigen Video soll es gehen, dieses neue Telefon, welches in einem wunderschönen, dezenten Lila gehalten ist, mit der Schutzfolie zu versehen und zu bewerten. Aber mehr nach dem Intro. Was empfehle ich euch für die Montage? Hier einen schönen weichen Lappen oder ein schönes weiches Tuch. In diesem Fall ein Mikrofasertuch. Packen wir doch mal die Schutzfolie aus von Spigen. Es sind zwei Stück enthalten. Ich bin sehr zufrieden. Auch bei mir am iPhone 14 Pro Max nutze ich das Ganze. Hier sehen wir schon die entsprechenden Schablonen. Ob es unbedingt zwei Stück sein müssen für jede Folie einzeln, das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Es gibt andere Hersteller, wo diese Schablonen wieder verwechseln und man kann relativ günstig die Schutzfolien nachkaufen. Hier haben wir eine kleine Bedienungsanleitung oder Beschreibung dazu, noch einen Spatel, um nachher die Luftblasen herauszuschieben. Und hier haben wir dann noch drinne ein Reinigungstuch, ein feuchtes Reinigungstuch, wie wir hier sehen können. Hier noch ein trockenes und hier noch ein Aufkleber, wo man den Staub entfernt. Wir werden das jetzt gleich gemeinsam tun. Ich lege das Ganze mal beiseite. Ich brauche jeweils ein Set. Darum nehme ich mir jetzt hier jeweils eins beiseite, was ich nachher mit euch gemeinsam installieren werde. Das werde ich jetzt hier zur Seite legen und den Rest jetzt gerade einpacken, bevor wir jetzt das S24 auspacken. Und hier ist der große Moment. Das allererste Mal öffne ich jetzt mit euch gemeinsam dieses S24 Plus. Ich finde, trotz des Exynos-Prozessors, eines der schönsten Geräte aus dieser Modellreihe. Ich zoome mal etwas noch raus, dass wir das hier etwas besser sehen können. Hier vorne ist die Folie aktuell noch montiert. Ich lege euch wirklich ans Herz, wenn das Gerät neu ist, diese Schutzfolie zu montieren. Zum einen habt ihr hier keine unnötigen Staubkörner drauf, wenn auch jetzt hier oben zum Beispiel schon zu sehen. Da ist natürlich nachher dieser Aufkleber, Stickerentferner, Staubentferner, dieser Aufkleber Gold wert. Hier nochmal wunderschön. Allerdings, wie ich jetzt schon sehe, dieser Alurahmen leicht empfindlich für Fingerabdrücke. Aber gut, trotzdem ein wunderschönes Gerät und mich stört der Exynos-Prozessor gar nicht. Jetzt legen wir uns das Telefon entsprechend hin, wie wir das Ganze nachher auch montieren werden, die Schutzfolie. Also ich lege so hin, dass die Kamera sich auf dieser Seite befindet. Nehme jetzt gleich schon einmal das, was ich dann benötige und lege es mir auch entsprechend hier hin. Und dann schauen wir doch mal kurz auf die Anleitung drauf. Zuerst mit dem Feuchttuch reinigen, dann mit dem Mikrofasertuch, also diesem weißen hier drüber gehen, denn den Staub entfernen. Hier aus der Hülle entsprechend das ganze Innere, die innere Schutzfolie abziehen, drauflegen, also entsprechend ausrichten auf der Kamera. Und da muss man jetzt auch schauen, wir haben es im Prinzip jetzt genauso auch hingelegt. Hier oben ist die Kamera, also das Telefon ist genauso ausgerichtet, wie wir es hier sehen können. Und dann werden wir das Ganze jetzt gemeinsam durchführen. Auf dieser Kunststoffhülle selber sehen wir hier auch den Hinweis Top mit Pfeil nach oben, also hier in Richtung Kamera zeigend. So lege ich das Ganze jetzt entsprechend auch hin. Jetzt ziehen wir hier schon die Schutzfolie ab. Ein herrliches Geräusch bei einem neuen Telefon, findet ihr es nicht auch? Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, welche Schutzfolien oder welche Hüllen ihr denn bevorzugt. Ich bin bei Schutzfolien ein großer Freund
großer Freund der Firma Spigen. Allerdings bei den Hüllen nutze ich bisher die Winoshield oder Winoshield Hülle, je nachdem, wie man es doch aussprechen möchte. Allerdings bei meinem Telefon, was ich bisher verwendet hatte, noch zusätzlich für die Videos, dem Google Pixel 7, hatte ich die Liquid Air. Allerdings war ich hier mit der Liquid Air Hülle beim iPhone 14 Pro Max nicht ganz zufrieden. Diese ist doch sehr silikonartig und ist auch sehr weich geworden. Und das Telefon wäre, ich sag's mal ganz einfach, wenn es mir runtergefallen wäre, doch rausgefallen aus der Hülle. Also es gab nicht unbedingt einen festen Halt. Bei mir am iPhone 14 Pro Max bin ich doch sehr gut unterwegs mit der Winoshield Hülle und habe die deswegen hier auch noch bestellt für das S24 Plus im Vergleich. Wie vorhin erwähnt, gibt es da noch mal ein separates Video dazu. Da soll es heute in dem Video nicht gehen darum, sondern heute tatsächlich um die Schutzfolie. So, jetzt reinigen wir das großzügig. Das haben wir jetzt auch schon getan. Legen wir das Feuchttuch hier entsprechend beiseite. Nehmen jetzt das Mikrofasertuch und trocknen das Ganze noch ab. Hier sieht man auch schon schön, dass selbst aus dem Mikrofasertuch hier kleinste Staubkörnchen drauf landen. Darum ist es eher kontraproduktiv, dass ich jetzt dabei so rede. Hier können wir es auch wieder sehen. Jetzt nehmen wir doch ganz schnell unseren Dust Removal Sticker. Gibt es einmal ein groß, einmal ein klein hier entsprechend. Ich nehme gerne das etwas größere Modell und fange jetzt hier an, über den gesamten Bildschirm direkt drüber zu gehen und hoffentlich bis zum letzten Staubkorn alles zu entfernen. Seid hier sehr gewissenhaft dabei, denn jedes Staubkorn, jedes kleine Härchen rächt sich. Auch jeder Fingerabdruck rächt sich. Aber das Ganze sieht doch jetzt soweit gut aus. Legen wir den jetzt beiseite. Nehmen jetzt schon entsprechend hier die Hülle, ziehen diese innere Schutzfolie ab, legen das Ganze drauf, erst in die Richtung, dann in die Richtung, eins, zwei und warten wir 30 Sekunden. Diese Zeit überspringe ich jetzt mit euch. Nun entfernen wir von hier unten her diesen schwarzen Schutzaufkleber. Für mich ist es etwas, ich habe leider rheumatische Arthritis, etwas ab und zu schwieriger, so kleine Dinge zu packen. Dennoch gebe ich für euch immer mein Bestes. Ziehen wir das hoch, nehmen die Folie ab. Jetzt sehen wir hier oben noch für die Deckfolie entsprechend das Ganze und nun können wir das rausstreichen. Ich sehe allerdings keine Luftblasen mehr. Das mache ich jetzt beispielhaft für euch. Also ihr könnt es so zum Rand hin rausziehen oder schieben. Schauen wir da mal schon mal zuerst die Passform der Folie an. Wie man sehen kann, sehr nah am Rand, sehr gut ausgeführt. Muss ich sagen, wieder richtig klasse von Spigen. Vergesst nachher nicht, im Profil vom Telefon im Menü entsprechend einzustellen, dass ihr eine Schutzfolie nutzt. So wird die Empfindlichkeit vom Bildschirm etwas höher gedreht. Jetzt nehmen wir doch noch die Liquid Air Hülle. Die befindet sich hier. Ich habe sie in einem klassischen Schwarz bestellt. Auch hier der Eindruck, ja, es ist doch sehr weich und wir haben hier nicht zu vergessen eine Glasrückseite, eine Front.
Ich bin echt gespannt auf den Vergleich. Schauen wir mal, wie satt das Ganze hier reingeht. Es sitzt gut, das Telefon drinne. Auch wie man sehen kann, hier wieder am Rand, die Schutzfolie läuft sehr gut ringsrum. Bin ich doch mal echt gespannt auf die WinoShield Hülle, welche ich noch diese Woche erhalten sollte. Hier die Staubkörner machen jetzt im Übrigen nichts mehr, da wir hier entsprechend eine Folie jetzt schon drauf haben. Gucken wir noch die Tasten. Schalten wir doch das Ganze mal ein. Tasten lassen sich leicht bedienen. Es gibt ein hörbares Feedback. Hier sieht man etwas, das ist mir aber auch schon bei der WinoShield-Hülle aufgefallen, dass man hier seitlich etwas den Rahmen durchsieht, aber doch ein echt gutes Gesamtpaket. So, Telefon lässt sich auch starten, das heißt, die Tasten funktionieren sauber. Das soll es schon gewesen sein. Wie gesagt, abonniert gerne meinen Kanal, lasst einen Daumen nach oben da. Ich verlinke euch die Produkte alle in der Videobeschreibung. Schaut doch mal rein und dann bis zum nächsten Video, euer Mario.